Twitter hat einen Tweet von US-Präsident Donald Trump zu den Protesten gegen Polizeigewalt als gewaltverherrlichend eingestuft. Dieser Tweet verstößt gegen die Twitter-Regeln zur Gewaltverherrlichung, steht an der Stelle des Tweets, in dem Trump den Demonstranten in Minneapolis mit einem Einsatz von Schusswaffen des Militärs droht. Durch einen Klick lässt sich der Tweet wieder anzeigen, weil daran laut Twitter so wörtlich möglicherweise öffentliches Interesse bestehe. Seit dem Tod des 46-jährigen Afroamerikaners George Floyd am Montag durch einen brutalen Polizeieinsatz kommt es in der US-Großstadt zu massiven Protesten und schweren Ausschreitungen. In dem Tweet schreibt Trump, Zitat, »Diese Verbrecher schänden das Andenken an George Floyd und das werde ich nicht zulassen. Ich habe gerade mit Gouverneur Tim Walz gesprochen und ihm gesagt, dass das Militär ganz auf seiner Seite ist. Wenn es Schwierigkeiten gibt, werden wir die Kontrolle übernehmen, aber wenn die Plünderungen beginnen, wird geschossen.« Zitat Ende. Zwischen Trump und Twitter war es zuvor bereits zu einem heftigen Streit gekommen, nachdem der Online-Dienst erstmals zwei Botschaften des Präsidenten als irreführend gekennzeichnet hatte. Trump unterzeichnete daraufhin am Donnerstag ein Dekret, um Online-Netzwerke wie Twitter und Facebook in den USA stärker zu kontrollieren.